Jo. Ach, Scheiße. So. Geh zurück hier hoch, Chloe. Aha. Es war so klar. Ich saß gestern Nacht 3 Stunden auf der Schüssel. Wieso das denn? Hab zu viel von der Pumpe in mich reingestopft, die Chloe ausgibt. Verdammt. Auch schon davon gewesen. Ja, blöd gelaufen. So, was ist mit dir? Du bist nur eine Wache, Outlaw. Ja. Hier ist niemand. Hier ab. Nahrung, Hammer. Besen, alles verboten. Die Kuppel. Wer ist denn hier der Gärtner? Was ist das hier für ein Zug? Rausschmeißer. Oh. Geldbündel. Hinsetzen. Kann ich auch mit Elex schmeißen? Okay, kann ich nicht. Schade. Kleinigkeiten, nee. Bisschen fehlen. Hallo, Hank. Wenn du was von den Mädels willst, sprich selbst mit ihnen. Oder bist du hier, weil du was zu beißen willst? Dann musst du warten, bis du an der Reihe bist. Allerdings ist mir deine Nase noch nicht untergekommen. Du hast deine Ration wohl immer woanders besorgt, was? Ha! Wenn ich dich so angucke, wird mir auch klar, warum. Du bist vor kurzem durch die Wüste gestreift. Mit nichts auf der Naht. Und da musstest du das fressen, was du am Wegesrand auflesen konntest. Bist du der Koch hier? Ich? Der Koch? Im Leben nicht. Aber ich gebe die Rationen aus. Du musst wissen, der Duke kümmert sich um seine Leute. Und wer für den Moment nichts zu beißen hat, der bekommt sein Fressen bei mir. Und das macht der Duke ganz ohne Gegenleistung? Natürlich. Ich könnte zwar sagen, dass ein voller Magen nicht rebelliert oder auf dumme Gedanken kommt, aber ich will ja nicht die Großzügigkeit unseres Anführers untergraben. Mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wenn du zu uns gehören würdest, dann könntest du dir bei mir deine tägliche Ration abholen. Aber weil ich einen guten Tag habe, mache ich für dich mal eine Ausnahme. Hier, nimm. Danke. Hast du Arbeit für mich? Das habe ich tatsächlich. Unsere Karawane, die Nachschub aus Abessa liefern sollte, ist schon lange überfällig. Da du kein Outlaw bist, wärst du perfekt dafür geeignet. Ich brauche jemanden, der nach ihr sucht und auch die Schnauze halten kann, wenn es angebracht ist. Die ihre eigenen Aufgaben nicht machen können, weil die sind ja schon bekannt und dann. Wieso? Hast du etwas zu verbergen? Kommt ganz darauf an, was mit der Karawane passiert ist. Wenn sie von Alps überfallen wurden, darf niemand davon erfahren. Solange ich bezahlt werde, ist mir egal, was los ist. Ich wusste doch, dass ich dich richtig eingeschätzt habe. Weißt du, es könnte einen Aufstand geben, wenn herauskommt, dass unsere Nachschubrouten abgeschnitten wurden und die Alps dafür verantwortlich sind. Nimmst du diesen Auftrag an, muss ich sicher sein, dass du die Klappe halten kannst. Denn wurde die Karawane tatsächlich überfallen, darf es keine Zeugen geben. Unter gar keinen Umständen. Ich werde die Karawane suchen. Sehr gut. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Und keine Angst. Ich bezahle meine Leute immer und großzügig. Hauptsache, du tust, was ich gesagt habe. Also geh jetzt. Und nochmal. Wenn es ein Überfall der Alps war,
Dann sorg dafür, dass niemand etwas davon erfährt. Ach, eins noch. Findest du Warenkisten? Bring sie mir. Alles klar? Klar. Okay. Ja, was haben wir hier noch? Haben wir in Separé einen geilen Campingstuhl im Rotlichtzimmer. Oh, eine riesige Lounge mit Grafikfehler. Du hast hier keinen Zutritt. Doch, doch. Glaube mir mal, ich habe Zutritt. Kann ich hier wirklich mit so einem Girlie flirten? Jetzt sag nicht, du bist mein nächster Kunde. Ich bin ja einiges gewohnt, aber du siehst mir nicht gerade aus wie, na, wie die anderen eben. Ich gefalle dir nicht. Nicht wirklich, aber mach dir nichts draus. Dass du nicht mein Typ bist, sagt dir nichts über deinen Charakter aus. Also nimm es nicht zu persönlich. Dir macht es nichts aus, deinen Körper zu verkaufen? Ich versuche es positiv zu sehen. Es sorgt für die nötige Abwechslung und ich mache einen guten Schnitt dabei. Es ist die einzige Arbeit, von der ich etwas verstehe. So gesehen hast du recht. Nicht wahr? Aber ich muss dich enttäuschen, Schätzchen. Du eignest dich nicht für diese Art von Arbeit. Der Vorteil an meinem Beruf ist, dass man Menschen kennenlernt, die einem mehr bedeuten als ein paar Splitter. Wie meinst du das? Von Liebe verstehst du wohl nicht viel. Ich rede von Liam, einem meiner Stammkunden. Und ausgerechnet er ist an diese Schlampe Iron Madison vergeben. Oder besser gesagt, er gehört diesem Dreckstück von einer Gefängniswärterin. Warum willst du unbedingt mit Liam zusammen sein? Ich gebe dir bestimmt keine Nachhilfe in Sachen Liebe. Aber vielleicht verstehst du es, wenn ich dir sage, dass ich irgendwann nur noch für einen Mann da sein möchte. Aber solange Iron Madison mir im Weg steht, sehe ich keine Zukunft für ihn und mich. Erzähl mir mehr über Iron Madison. Ich könnte dir erzählen, dass sie eine Zeit lang das Bückstück vom Duke war. Aber der hat schon vor einiger Zeit das Interesse an ihr verloren. Und jetzt braucht sie jemand anderen, der es ihr besorgt. Und dann nimmt sie natürlich den Kerl, der sich nicht wehren kann. Leider genießt sie noch immer einen guten Ruf beim Duke, was es schwer macht, ihr beizukommen. Ich kann dir helfen, dein Problem mit der Gefängniswärterin zu lösen. Ich will nicht, dass es gelöst wird. Ich will, dass sie stirbt. Alles andere kommt nicht in Frage. Wenn also deine Lösung darin besteht, mit ihr zu reden, brauche ich deine Hilfe nicht. Ich soll, glaube ich, schon die Hälfte der Leute umbringen. Ich erledige das. Umsonst. Umsonst? Niemand macht dir etwas umsonst. Ich schon. Also ein wenig sprachlos lässt du mich ja schon zurück. Es wird übrigens bestimmt nicht leicht, dir das Messer an die Kehle zu setzen. Ein offener Kampf kann dazu führen, dass du das halbe Fort im Nacken hast. Auch wenn sie nicht gerade oben auf der Beliebtheitsskala steht. Wie soll ich Iron Madison töten? Da halten sie sich einfach mal so öffentlich. Ich dachte, du wärst ein Experte in diesen Dingen. Aber du könntest sie so sehr provozieren, dass sie dich attackiert. Da ist die Chance am höchsten, dass sich niemand anderes einmischt. Greifst du sie einfach so an, kann es sein, dass manch einer hier mitmischen will. Das wäre dann dein Todesurteil. Du hörst doch sicher eine Menge Gerüchte. Da ich hier ziemlich viel Kundenkontakt habe, bekomme ich natürlich einiges mit. Aber wie du weißt, ist nichts auf der Welt umsonst. Wegen der Gerüchte? Denk dran. Alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Erzähl mir etwas Nützliches. Ich hätte da einen richtigen Leckerbissen für dich. Vor kurzem hatte ich einen Kunden, der ziemlich, naja, gesprächig war. Bin mal gespannt. Zwischen all dem Mist über seine Frau hat er auch etwas erzählt, das dich interessieren könnte. Er hat vor ihr einen Haufen Splitter versteckt. Und ich? Weiß wo? Hier. Ich gebe dir die Koordinaten. Danke. Ich danke dir. Diebesversteck. So. Mit ihr ins Bett kann ich jetzt nicht. Mit der reden kann ich auch nicht. Okay. Probier es nochmal. Nein, gerade nicht. Okay. Da. Da
Momentan nicht. Was ist denn mit ihm los? Ich dachte schon, er will mich angreifen. So, ist jetzt hier noch was? Da unten ist noch ein Eingang. Mad Bob, oh nein. Hey. Weißt du, wer ich bin? Nein, natürlich weißt du nicht, wer ich bin. Also frage ich mich, wo ist das beschissene Schild, auf dem steht, hey, quatsch mal diesen Typen an? Da hinten. Ah, ein Komiker. Die habe ich immer gern zu Gast. Wo war noch mal der letzte Vogel, der sich einen Spaß auf meine Kosten erlaubt hat? Ach ja, ich habe ihn in ein Fleischkorsett gesteckt und in der Arena vor unseren Hunden tanzen lassen. Wir haben uns köstlich amüsiert. Das Geschrei und Gezappel. Schade, dass du es verpasst hast. Trotz alledem bleibt die Frage offen, was du hier im Fort willst. Wenn man mich fragen würde, und die meisten sind klug genug, das nicht zu tun, wäre meine Antwort, dass du ein Niemand bist. Und als Niemand willst du sicher, wie wir alle, einen Platz an der Brust vom Duke haben. Nur um dich festzusaugen wie eine Zecke, um den letzten Tropfen Milch aus ihm herauszupressen. Und glaub mir, es ist gute Milch, die er uns zu trinken gibt. Wer genau bist du? Ich bin jemand, der begriffen hat, dass Zivilisationen nichts wert sind. Ich bin jemand, der das Metall dem Fleisch vorzieht. Der Bluthund, den man nicht von der Kette lässt. Kurz gesagt, ich bin der Müllbaron, das Oberhaupt der Schrottsammler. Ich hatte mich schon gefragt, warum du im Abfall lebst. Weil ich Abfall bin. Sieh dich mal um. Dieser ganze Planet ist eine große Müllhalde, seit der Meteor runterkam und das Elex mitgebracht hat. Aber jetzt kommt der Witz. Er war es auch vorher schon. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Kadaver und einer leeren Blechdose. Beides wird auf die Erde geworfen und zum Verrotten zurückgelassen. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, tu dir selbst einen Gefallen und lass die Finger von meinem Zeug. Schlag von mir aus ein paar Köpfe ein, amüsier dich mit einer Hure. Kannst deinen Müll gerne behalten. Aber wenn du deine Taschen mit meinem Zeug füllst, würde mich das wirklich kränken. Was tust du hier? Weißt du, Bomben bauen ist eine große Kunst. Und wie jeder Künstler brauchst du das richtige Werkzeug. Der Maler braucht einen Pinsel, der Steinmetz einen Meißel. Wir aber brauchen das Metall. Also kratzen meine Jungs alles zusammen, was sie auftreiben können. Unseren Bombenbastlern soll ja nicht das Futter ausgehen. Darum sorge ich dafür, dass es pünktlich zur Stelle ist. Woher bekommt ihr das Metall? Die Ruinen der alten Welt sind unsere Fundgrube. Ich entsende meine Ratten dorthin und lasse sie mit ein paar Granaten jonglieren. Sehr effektiv, wenn man ein paar Viecher aufschrecken will, um an den rostigen Schatz zu kommen. Ratten? Meinst du deine Männer? Ratten, Männer. Was macht das schon für einen Unterschied? Du lässt also die anderen die Drecksarbeit für dich erledigen. Drecksarbeit? Aber nicht doch. Ich gebe ihnen einen Grund zum Leben. So kann man es natürlich auch sehen. Ein Beispiel. Wenn ich einen dieser Kerle für nur ein Jahr einsperren würde, würde diese Made darum betteln, mir den Dreck von den Stiefeln zu lecken. Und genau so verhält es sich mit jemandem, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Für Außenstehende mag ich also Müll sein, und dennoch brauchen sie mich. Im Grunde genommen bin ich der Heiland dieses Scheißhauses, das sich Ödland nennt. Wenn du also nicht ziellos wie eine räudige Töle in den Gassen betteln willst, hör mir gut zu. Ich biete dir an, unsere neu gewonnene Freundschaft zu festigen. Dafür musst du mir lediglich ein paar Gefallen erweisen. Warum nennt man dich Mad Bob? Wie hast du mich genannt? Ich will lediglich wissen, was es mit dem Namen auf sich hat. Und ich will wissen, wer mich so genannt hat. War es William, Chloe oder gar der Duke selbst? Obwohl, streichen wir letzteren, bleiben noch zwei.
William hat dich so genannt. William also. So, so. Mehr muss ich für den Moment nicht wissen. Nur, dass wir uns verstehen. Du wirst diesen Namen nie wieder in den Mund nehmen. Wegen der Gefallen? Womit soll ich beginnen? Für den Anfang eine unbedeutende Kleinigkeit. Meine Leute graben die Ruinen auf der Insel im Süden nach allem möglichen Zeug um. Unter anderem auch jede Menge Altmetall, aber irgendetwas scheint sie am Abtransport zu hindern. Wenn sie aber nicht liefern, weiß ich nicht, wofür ich sie bezahle. Geh also der Sache nach und sorge dafür, dass meine Rechnung aufgeht. Shrotley Throne. Ist hier unten, Wache, Adler und nichts. Was machst du hier? Du hast dir nichts verloren. Gucken. Ja, hau bloß ab. So. Hab ich alles. Sieht fast so aus, oder? William, ja. Ich bin einmal um. Puh, endlich. Jetzt haben wir ja eine Haufe Quests. Und viele Hauptmissionen, Gefährten. Geil, die kriege ich als... das wäre ja lustig. Ja, das habe ich jetzt fertig, ne? Das mal probieren. Bevor ich dann zu einem Berserker werde und hier keiner mehr was mit mir zu tun haben will. Stell mir deine Prüfung. Okay, wir sehen uns draußen, vor der Stadt. Okay. Die drei? Drei auf einmal? Das wird nix. So, Freundchen. Wie du siehst, ist die Gegend da drüben ziemlich insektenverseucht. Was du jetzt tun musst, ist einfach. Geh rüber und erledige die Biester. Kriegst du das auf die Reihe? Ich schätze schon. Wahrscheinlich nicht. Na, dann bewegt deinen Arsch. Mal schauen. Verdammtes Biest! Wow, wie war das? Wie war das? Ne? Ich war gut, ich war sehr gut, ne? Die anderen für mich arbeiten lassen. Ist halt auch schlau, ne? Das ist auch was wert. Zufrieden?
Naja, für den Anfang schon nicht schlecht. Weil quasi nichts gemacht. Ich überleg mir mal in Ruhe, ob ich was mit dir anfangen kann. Komm zu mir, wenn du dich wieder einigermaßen erholt hast. Mal sehen. Vielleicht gebe ich dir dann einen richtigen Job. Erdeprüfung, okay. Direkt wieder in die Stadt. Ich glaube, das war näher. Wo war die zu Hause? Da war die nicht, ne? Den Deckel zu. Hier war die. Direkt hier um die Ecke. Okay, Freundchen. Es wird Zeit für einen richtigen Job. Bist du bereit? Ich bin bereit. Worum geht's? Das zeige ich dir, wenn wir da sind. Was ist mit deinen Jungs? Die bleiben hier. Die Sache werden wir allein erledigen. Ups. Komm mit. Warum will ich das? Erlegen? Da ist er. El Colossaro. Der Schrecken aller unserer Läufer. Jeder, der die Umlande unserer Stadt sichern sollte, hat schon mit ihm zu tun gehabt. Und offenbar immer verloren. Ja, meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen. Was ihn so gefährlich macht, ist nicht seine Stärke, sondern eher seine Cleverness im Kampf. Also pass auf und rechne mit allem bei ihm. Du willst da jetzt runter? Wir beide werden das tun. Und merke dir, wenn du kneifst, komme ich aus der Hölle wieder zurück, um dich zu kriegen. Ha! Beweg deinen Arsch! Oh oh. Sie noch? Glaube nicht, oder? Also er brennt zumindest noch, ich weiß aber nicht. Brennt er selber oder macht sie das? Ich weiß nicht. Was zur Hölle? AP hat der Junge. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie liegt da unten und ist tot. Ja. Verrückte Waffe. Gut, das kann ich vergessen. Ich lade mal das. Ist das der Teleport? Müsste, oder? Ja, gut. Ich habe die Aufgabe. Hauptmission Gefährten. Böses Mädchen. Okay, das ist noch offen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier hin.
Ja, ich gehe dahin. Und zwar, das will ich aktiv haben. Schmiede. Fußkrank. Mhm. Dass ich jetzt hier ständig hin und her latsche. Muss hier eh schon so viel laufen. Wow, was war das denn? Ich habe einen Bruch zu machen. Ich hätte erstmal zu Akira gehen sollen. Hier bestimmt gleich andere. Da ist ein Bericht aus der anderen Stadt. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Nichts. Ich bin im Fort gewesen. Dann raus damit. Was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens Sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich. Dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden. Zumal wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, unsere Weltenherzen auf Magalan zu verbreiten. Da versteht es sich von selbst, dass sich die Wege aller Gemeinschaften kreuzen. Was versprecht ihr euch davon? Die Menschheit vor dem Abgrund zu bewahren. Nur mit Hilfe der Weltenherzen kann diese Welt wieder geheilt werden. Sie hauchen der toten Erde wieder Leben ein. Aber anstatt, dass die anderen Gemeinschaften uns gewähren lassen, machen sie uns das Leben schwer. Wie kommst du darauf? Ich habe schon seit Wochen nichts Gutes von unseren Männern in Abessa oder Tavar gehört. Dabei habe ich ihnen extra eine schlagkräftige Eskorte zur Seite gestellt. Scheinbar war das nicht genug. Vielleicht willst du dich ja dieser Aufgabe annehmen. Ja, das will ich. Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherren für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ach ja? Wir haben selbst nicht genug qualifiziertes Personal. Schon gar nicht für die Kleriker. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ich bin bei Thorgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Der Posten könnte ein paar mehr Männer zur Bewachung vertragen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Dann nehme ich an, es gab Verluste. Bedauerlich, aber nichts Ungewöhnliches dieser Tage. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halte ich einfach südlich der Kuppelstadt. Okay. Ende. Berichte abgeliefert. Jetzt muss ich noch zu Akira.